Herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie löst man den 2x2x3 Slim Tower. Ich habe keinen, deswegen werde ich einfach mein 4x4x6 benutzen und immer zwei Steine als einen behandeln, so dass es wie ein Slim Tower ist. Okay, dann fangen wir erst einmal an, den Würfel zu mischen. Okay, so, nun fangen wir erstmal an, eine Seite zu lösen. Und zwar muss man da, wie hier, so einen Zweier-Eckblock bilden. Das heißt, zwei Ecken hier unten noch zusammenfügen und dann hochbringen, dass man die erste Seite löst und die Farben drumherum alle richtig sind. Das heißt, hier unten ist schon das Paar, aber wenn ich das jetzt hochbringen würde, so, dann wäre das hier noch falsch. Das heißt, ich muss es erst richtig zusammenbringen. Das müsst ihr noch von alleine schaffen. Sollte auch machbar sein. So. So sollte es nun dann aussehen. Und dann beginnen wir den zweiten Ring zu lösen. Und dafür benötigen wir unseren ersten Algorithmus. Und der tauscht zwei Kantensteine beliebig aus. In meinem Fall ist noch kein Kantenstein richtig. Ich könnte einen richtig drehen, aber dann wären drei falsch. Da kann ich den Algorithmus irgendwo anwenden. Und dafür halten wir die weiße Seite, also die gelöste Seite bereits links. Und dann beginnen wir mit dem Algorithmus. Halten den Würfel so vor uns. Middle 2, U, R2, U, R2, U, Middle 2. Okay. Nun haben wir zwei Paar, also Kanten zusammen. Die schieben wir schon mal an die richtige Seite. Hier. Und nun müssen wir die beiden Kanten noch tauschen. Und das machen wir wieder. Denselben Algorithmus. Und dieser Algorithmus halt tauscht die beiden Kantenpaare, die unten sind, aus. Das heißt, wir müssen das Ganze nach unten halten. Hier ist unser gelöstes Paar. Und unten ist das, was wir noch tauschen wollen. Dann machen wir wieder. Middle. U. R, U, R2, U und Middle 2. So, nachdem wir das geschafft haben, ist die erste und zweite Linie gelöst. So, nun zur letzten Linie. Weiß ist gelöst, das heißt, gelb muss auch schon richtig sein. So sollte der Würfel aussehen. Wie bei euch jetzt die Ecksteine aussehen, ist vollkommen egal. So, und zwar gibt es einen Algorithmus, der drei Eckenpaare austauscht. Das heißt, der Algorithmus würde die beiden Ecken austauschen, die beiden und die beiden Ecken austauschen. Okay, und wir haben bereits ein Paar richtig. Und nun beginnt etwas Mathematik. Wir müssen den Zug benutzen, der tauscht drei Ecken aus und am Ende muss alles richtig sein. In meinem Fall habe ich nur zwei Paare. Das heißt, ich halte die. Wenn ich sie so halten würde, würde ich die beiden tauschen, die beiden und das. Das heißt, das wäre richtig. Dann hätte ich zwei falsche. Würde ich den Zug dann nochmal benutzen und das an die richtige Stelle bringen und das wegdrehen, da hätte ich drei falsche. Und dann könnte ich den Zug nochmal benutzen. Das heißt, man muss den Zug dann dreimal benutzen. So, und dann halten wir das hier hin. Und jetzt machen wir den Zug. Und der geht so. R, U, R, U. R, U Prime, R, U Prime, R, U 2, R, U, R, U 2, R. So,
Wie gesagt, haben wir jetzt hier zwei falsche und hier. Und nun drehen wir dieses falsche Paar, also dieses Paar, was kaputt ist, in Sicherheit. Und zwar nach links. So, denn dann würde das Paar zerstört werden, das repariert und das zerstört. Dann hätten wir 1, 2, 3 Paare, die zerstört werden und könnten mit dem Zug den Würfel letztendlich lösen. Und deswegen machen wir nochmal jetzt so. Are you? Are you? Are you prime? Are you prime? Are you two? Are you? Are you two? Ja. Are. So. Und wie vorher gesagt, hier ist ein kaputtes Paar, hier und hier. Und jetzt halten wir ein kaputtes nach unten und die beiden anderen, die kaputt sind, hier oben hin und machen den Zug einfach nochmal. Und der geht so. Are you? Are you? Are you prime? Are you prime? Are you two? Are you? Are you two? Are. Und der Slim Tower ist gelöst. So, und dann gibt es noch den Fall, dass in der letzten Linie alle Ecksteine falsch sind. So wie hier. Und da macht ihr auch einfach denselben Zug, macht ihr irgendwo einmal. Das wäre dann R, also halt so, dass aber die Seite, gelbe Seite oben ist. Und dann macht ihr wieder R. U, are you? Are you prime? Are you prime? Are you two? Are you? Are you two? Are. So, und jetzt wäre nur noch eins falsch. Und so. Dann ist nur ein Paar falsch. Und ihr habt dieselbe Situation wie davor.